Hey Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy. Wir haben in der letzten Folge ziemlich viele Mobs töten müssen. War recht einfach, weil wir ja schon so gut ausgerüstet sind. Und jetzt sind wir gerade auf dem Rückweg zum Treffpunkt. Also ja, mal sehen, was Jesse sich Da seid überlegt ihr ja. hat, Hey, hier drüben. wie wir hier wieder wegkommen. Los! Alle auf ihre Position! Jawohl! Wäre das nicht etwas dezenter gegangen? Naja, mein Ziel habe ich erreicht. Wo ist Wedge? Wedge! Das war knapp! Wir machen das. Wow, er wäre fast überfahren worden. Hey, Wedge. Die sind alle noch voll entspannt. Wieder klar. Eine Kugel gefressen? War, glaube ich, ein Streifschuss. Mein Po! Zeig mal. Was habt ihr hier vor? Das sieht fies aus. Fühlt sich auch so an. Das war doch kein Streifschuss. Das Projektil hat lediglich den Hosenboden versenkt. Du hast bloß eine Verbrennung. Eine leichte dazu. Mir ist ganz flau im Magen. Hey, du kannst ja lachen. Ja, ganz selten. Ganz selten. Los jetzt. Worauf wartet ihr? Zu Befehl! Okay. Dann mal hier weg. Ich weiß nicht, wo wir lang müssen, da durchschleichen. Rückkehr in die Slums ist jetzt unser Ziel. Jetzt zurück in die Slums. Das wird eine Überraschung. Oh Mann, das wollte ich schon lange mal ausprobieren. Ja, sie hatte gesagt, sie hat einen Plan. Also mal sehen. Es bleibt spannend. Ja, die sehen uns nicht. Die sind da genau neben uns, aber die sehen uns nicht. Ist okay, umso besser. Okay. Schon komisch, dass wir bei unserem Einsatz in die alte Avalanche-Gruppe gerannt sind. War das zur ein Durchführung Zufall? Einer Sicherheitskontrolle ja, ein Zufall. Oder einer Ausgangssperre fahren. Bitte begeben Sie sich in Ihre Häuser zurück. Die Planung ist schon schwer genug, ohne dass Sie dazwischen kommen. Was? War das ein weiterer Anschlag? Nein, das war kein Anschlag. Das war eine Falschmeldung. Es gab keinen Angriff. Bitte begeben Sie sich unverzüglich in Ihre Häuser. Sperren Sie hier einfach die Straße. Ich habe was Dringendes zu erledigen. Wow, wie sie hier alle rausgekommen sind. Also gehen Sie bitte zurück. Ich habe ein bisschen das Gefühl, wir verpassen was, wenn ich jetzt einfach nur hier so lang laufe. Aber ich glaube, es ist nicht so gedacht, dass wir tatsächlich hier lang. Jetzt kann uns alles nichts mehr absuchen können. Wo willst du denn hin? Wir sind überall das Wachen. Werdet ihr schon noch sehen. Operation Sprengstoff, glaube ein voller Erfolg. Jetzt kann deine nächste Mission nichts schief gehen. Wollen wir es hoffen? Hoffentlich geht es deinem Vater bald wieder. Hey, besser. Klappe halten. Wie? Cloud meinte nur, er hätte auch gern Pizza gegessen. Nichts? Wie bitte? Das soll Cloud gesagt haben? Ist auch nur ein Mensch. Bei einer Midgar-Spezial wird jeder schwach. Oh. Ja. Echt? Na, da muss ich wohl die Ärmel hochkrempeln und Teig kneten. Ich freue mich schon drauf. Na, und ich erst. Da, es leuchtet. Wiederbeleben, sehr cool. Das hat man an dieser Stelle sehr gut brauchen können. Königsfedern machen im Prinzip das gleiche, sind aber einfach nur ein Item zum Benutzen. Wiederbeleben hat man dann dauerhaft. Okay, wo müssen wir lang? Da. Keine Ahnung, wo wir sind. Hauptsache Jesse weiß Bescheid. Ich glaube, es war hier. Oh, Bingo! Um ehrlich zu sein, habe ich es meinem Vater fast nicht geglaubt. Aber er hat die Wahrheit gesagt. Fallschirme? Du bist auf gut Glück hierher gekommen? Man wird doch mal was riskieren dürfen, oder? wird sicher lustig. Wow. Das sieht doch nett aus. Na dann, vielen Dank. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Und Jungs, bis nach der Mission morgen. Bleibt diese Sache unter uns, okay?
Tifa und Barrett haben genug Sorgen. Na? Gut, dann mal los! Sprich schon! Cloud, Wedge nach Hause. Klar. Wundert mich ja, dass sie bei ihm ist und nicht bei Cloud. Hätte ich's vergessen. Cloud! Hey, bist du verrückt? Was soll das denn werden? Da! Hey, was soll das denn? Das frage ich mich auch. Deinen restlichen Lohn kannst du dir später bei mir abholen. Das klingt irgendwie so, als würde es in eine Richtung gehen, von der ich nicht möchte, dass sie eingeschlagen wird. Keine Zeit. Sei doch nicht immer so streng, Kumpel. Ich bin nicht dein Kumpel. Das ist schon ein bisschen fies. Aber bestimmt richtig cool. Das macht bestimmt mega Spaß. Ich hab mich da oben ganz schön blamiert. Alles misslingt mir. War doch okay. Oh. Du hast dich für uns eingesetzt. Das stimmt, das Sei hat er wirklich. Drauf. Wie? Wir haben gerade echt einen Lauf. In letzter Zeit allerdings. Alles Clouds Verdienst. Ja, zusammen sind wir echt unschlagbar. Ich will auch mal Fallschirm springen. Tipp Rüstungen. Deine Charaktere mit Rüstungsgegenständen aus, um ihre physische und magische Abwehr zu stärken. Indem du Rüstung mit Materia bestückst, können je nach... Ja. Also, ich komme auch alleine nach Hause. Ist ja nur eine leichte Verbrennung. Kommt gar nicht in Frage. Danke, Kumpel. Oh, wie süß er sich freut. Mir nach! Ob Jesse und Bix schon zurück sind? Weiß man nicht. Wo sind wir denn hier? Ostpfade. Ach! Was dagegen, wenn wir bei ihnen vorbeischauen? Die wohnen gleich auf dem Weg. Okay. Da waren wir ja schon. Was denn? Hier wohnt Bix. Scheint noch nicht zurück zu sein. Sieht so aus. Wahrscheinlich sind die wieder wild am Analysieren. Also, gibt nach jedem Einsatz so eine Art Nachbesprechung. Kann ziemlich hitzig dabei zugehen. Hätte ich nicht gedacht. Mach mir etwas Sorgen. Ach, egal. Dann lass uns mal zu Jesse gehen. Okay, dann ab zu Jesse. Ich hab mich mit ihnen gestritten, weil ich aus Midgard bin. Ja, er hat auch Kisten umgelaufen. Oh, sind wir schon da? In diesem Wohnheim lebt Jesse. Aber Männer dürfen da nicht rein. Aha. Sie wohnt mit anderen jungen Schauspielerinnen zusammen. Komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Hörst du? Sicher nicht. Die anderen Mädels reden nämlich gern. Das ist in unserer Situation zu riskant. Fliegt die Sache mit Avalanche nicht auf? Niemals. Immerhin ist Jessie eine ziemlich gute Schauspielerin. Aber trotzdem. Komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Was soll das heißen? Brauchst gar nicht so unschuldig tun. Männer haben da drin nichts zu suchen, sagte ich. Okay, Entschuldigung. Und jetzt? Wusstest du von der geheimen Arbeit im Reaktor? Morgen gehe ich nach Sektor 5. Seine Katzen. Na
Kommt, meine Kleinen. Kommt schon her. Wir haben Besuch. Die drei hier haben heute aufs Haus aufgepasst. Schon süß. Na dann. Danke fürs Nachhausebringen. Die Wunde. Schmier was drauf. Wird gemacht, Kumpel. Hör bitte auf, mich so zu nennen. Keine Angst, meine Schnuckis. Der Cloud ist ein ganz lieber. Von hier aus seid ihr. Okay, und jetzt? Fein, wie brav ihr seid. Ausstehende Belohnung. Hey, Mountie, schmolzt du etwa? Zu Jessys Haus? Morgen gehe ich nach Sektor 5. Wusstest du von der geheimen Arbeit im Reaktor, die selbst Leute auf den Fluss machen können? Aber sie ist doch noch nicht da. Da bist du ja, Cloud. Hab grad an dich gedacht. Na dann. Hier, bitte. Noch mehr? Gute Arbeit, Herr Alleskönner. Und weil du so toll warst, noch was extra. Oh oh. Ich denke, das reicht. Na gut, morgen Abend schon was vor. Da hab ich nämlich sturmfrei. Ja, schön für dich. Kannst du jetzt bitte loslassen? Mach ich, aber nur, wenn du kommst. Ah, nein, vergiss es. Träum weiter. Verstehe. Sieht ganz so aus, als bräuchte ich einen neuen Plan. Träum süß. Von Sauerkraut. Okay. Die Regeln des Slums. Ja. Ich hätte mich mit ihr treffen können, aber ich will nicht, dass sie mit Cloud irgendwas anfängt, weil in meiner Vorstellung von diesem Spiel gehört sie halt einfach nicht zu ihm, sondern entweder tiefer oder vielleicht noch eine andere Alternative, die wir noch nicht kennen oder so ähnlich. Aber auf jeden Fall nicht sie. Obwohl sie ja sehr offensichtlich auf ihn steht. Oh, tiefer? Es ist schon spät. Okay, dann stören wir sie leider nicht. Können wir den anderen mal jetzt anschauen? Nein. Okay, dann gehen wir mal so ins Zimmer. Regeln des Slums, schlafen, ausruhen und so. Ach so, wo ich es gerade hier sehe in seinem Schwert. Ich wollte mal schauen. Mit Materie einsetzen. Was ist das denn hier, dass wir das nicht nutzen können? Können wir das dahin? Geht nicht. Das können wir auch. Wir können hier nur... Das ist extra so ein Platz dafür. Aber trotzdem können wir es nicht nutzen. Ich wollte es ja eben in diesem einen Kampf nutzen, aber es klappt nicht. Ich weiß nicht, warum nicht. Weil hier bei diesen können wir halt nur die ganz normalen benutzen. So und... Da sind halt die Roten nicht dabei. Die Roten sind eben diese Special-Dinger. Die Beschwörungsmateria. Aber... Ja. Es hat nicht geklappt. Und ich weiß nicht genau, wieso nicht. Naja, wir werden das auf jeden Fall noch sehen. So, können wir jetzt schlafen, ausruhen? Ja. Bis zum nächsten Tag schlafen und ausruhen. Was ist denn der Unterschied? Wir ruhen uns mal nur aus. Wer weiß, ob heute Nacht noch irgendwas passiert. Biegst das Schwert nicht voll in den Boden? Okay, das heißt, wenn ich jetzt rausgehe, ist es einfach noch mitten in der Nacht und ich kann nichts anderes machen. Ja, okay, wir müssen tatsächlich bis zum nächsten Tag. Dann schlafen wir mal und heilen uns nicht nur, regenerieren nicht nur. Mal sehen. Hm,
passiert ja doch noch was in der Nacht. Ja? Ja? Warst ziemlich lange weg. Nur mit einer anderen Frau. Weißt du, ich habe Johnny getroffen. Er sagt, er verlässt die Stadt. Ah, der Typ. Was machst du? Bleibst du denn noch eine Weile hier? Eine alte Freundin steckt in Schwierigkeiten. Ach ja, sein Versprechen. Ich helfe ihr. Das muss ich. Hab's mal versprochen. Damals hätte ich nicht im Traum daran gedacht, dass es so schlimm wird. Willst du vielleicht reden? Ich bin da. Wie? Cloud, was ist denn mit dir los? Wieso? So einfühlsam kenne ich dich gar nicht. Das stimmt allerdings. Im Gegenteil. So machst du Marlene auch keine Angst mehr. Jedenfalls bin ich erleichtert, dass du wieder da bist. Aber jetzt bin ich müde. Ich gehe besser ins Bett, auch wenn ich am liebsten die ganze Nacht reden würde. Okay. Schlaf gut, Cloud. Du auch. Du auch. Tiefer. Sag ich doch. Ach, die schon wieder. Ich weiß nicht, warum ich ins Menü sollte. Ich kann auf jeden Fall Menü drücken, wurde extra angezeigt, aber keine Ahnung, warum ich das tun sollte. Ich würde ganz gern das Video schauen. Schlaf. Vergiss all deine Sorgen. Sieht nicht so nett aus. Was ist los? Schnell! Komm mit! Oh, überall. Wir wollten gerade aufbrechen, als die plötzlich auftauchten. Und jetzt? Barrett und Jesse kämpfen, aber lange geht das nicht gut. Nichts wie hin. Ja. Wow. Bereit? Immer. Schnell, zur Bar. Dann noch mal her. Da. Genug. Das nimmt kein Ende. Berührung sichtbar. Mehr kann ich dir leider auch nicht sagen. Nicht mein Soldat weiß, was... Das stimmt. Oh nein! Er sieht sie auch nur, weil er das Blumenmädchen angegrabbelt hat. Weg. Ja, hier lang. Okay. Hier also auch. Ich habe das Gefühl, die versuchen uns aufzuhalten. Cloud, hier lang! Sein. Die überschwemmen die Slums ja regelrecht. Ja. Geh mir nicht unter. Ich bleib nicht hinter dir. Boah. Sieht sehr anstrengend aus. Na, wir sind doch gleich da. Da haben wir doch schon Barrett, der schießt. Ja.
des nihilistischen Wesens ist zerstört worden oder gesenkt oder so. Aber es wurde besiegt. Jesse! Verdammt! Und jetzt hauen sie ab. Echt merkwürdig. Jesse! Bist du verletzt? Ich schusse. Aus! Vorsichtig! Hier gibt's nichts zu kaufen, verdammt! Tja, was waren das denn überhaupt für komische Viecher? Naja, in diesem Giftsumpf, da wundert mich mittlerweile eigentlich gar nichts mehr. Er hat ja schon davon Schönen erzählt. Dank auch, Shinra. Alles okay? Das würde ich ja gerne behaupten, aber... oh. Sonst bin ich nicht so ein Tollpatsch. Es tut mir wirklich leid. Ach was. Ist schon okay. Oh. Huh? Bist du etwa verletzt, Jesse? Bist du in Ordnung? Jetzt übertreib mal nicht. Ich bin topfit. Naja, trotzdem solltest du dich ausruhen. Quatsch! Du setzt dich hin und ruhst dich aus. Wie? Und was ist mit der Mission? Bix ist doch längst im Reaktor. Es gibt jetzt kein Zurück mehr, Barrett. Ich mach deinen Teil einfach mit. Das wird ja immer besser. Mach dir keine Sorgen, Jesse. Ich springe für dich ein. Tja. Bleibt wohl nur noch eine Alternative. Cloud, bist du einsatzbereit? Das kostet aber extra. Am Geld soll's nicht scheitern. So, Cloud ist dabei. Dann weiter nach Plan. Pass mir ja gut auf meine Leute auf. Natürlich. Wedge, du bleibst hier bei Jesse und Marlene. Wie? Aber ich kann doch mitkommen. Du musst sie beschützen, Wedge. In Ordnung? Na gut. So alle süß. Wissen, was zu tun ist? Unser Ziel ist Reaktor 5. Wir treffen uns am Bahnhof, sobald alle soweit sind. Guter Plan. Hier hast du dein Geld. Das sollte aber mehr als genug sein. Soldat, ich zähle auf dich. Kannst du. Das kannst du. Okay, dann würde ich sagen, nächste Folge, Reaktor 5. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.